Für die nächste Asana fangen wir wieder im Fersensitz an. Ihr greift mit den Händen an eure Fersen. Das Kissen ist natürlich schon mal ausgerichtet. Und dann bringt ihr die Ellenbogen erstmal langsam Richtung Boden als eure Stütze. Legt euch ganz sanft auf dem Polster ab. Bringt den Rücken auf das Polster. Legt den Kopf ab. Presst mit den Händen ganz leicht an eure Fersen und presst mit den Ellenbogen in den Boden. Die Vorderseite eurer Oberschenkel wird hier gedehnt, euer Hüftbeuger und der ganze Brustkorb, die ganze Brustmuskulatur geht hier nochmal auf, genauso wie der Halsbereich. Im Hals sitzt eure Schilddrüse, dadurch wird die Produktion, die Hormonproduktion nochmal stimuliert. Um die Hormonproduktion wirklich zu stimulieren, müsstet ihr, wie gesagt, 5 Minuten in dieser Position bleiben, was für manche von uns unmöglich sein wird, weil es irgendwann in den Knien wehtun wird. Falls ihr die Position intensivieren wollt, löst die Hände von euren Fersen. Könnt ihr Hände auf die Oberschenkel legen oder ganz langsam über den Kopf nach hinten bringen. Erstmal nach euren Ellenbogen greifen. Hier den Brustkorb bewusst aufmachen. Und wenn ihr das Gefühl habt, ihr könnt noch weitergehen, streckt die Arme nach hinten aus.